Hallo, ich hoffe, es geht euch gut. Das Video ist eigentlich nur ein sehr kurzes Video, weil ich nämlich letztens einen TED Talks geguckt habe. Und zwar heißt es irgendwie The Person You Really Need to Marry oder sowas. Ich tue mal den Link in die Infobox. Und das stimmt so sehr. Und ich möchte, dass ihr das Video anschaut, weil dort geht sie in so viel Detail und geht dann noch viel tiefgründiger rein und so. Aber letztendlich sagt sie, dass die Person, die man als erstes heiraten sollte, ist sich selbst. Weil man sich selber dann auch verspricht, dass man immer für einen selber da ist, man sich nie vernachlässigt, man sich in jeder, egal welcher Situation, ob es eine gute oder eine schlechte Situation ist, liebt. Und weiß ich nicht, als ich das Video geguckt habe, ich fand das richtig beeindruckend. Ich glaube, es geht sehr vielen so, dass man irgendwie sich selber gar nicht richtig akzeptiert und sich selber dann irgendwie versucht oder erhofft, dass irgendwie Freunde oder, keine Ahnung, Beziehungen oder irgendwie eine bestimmte Sache oder irgendwie ein Erfolg einen selber bestätigt, aber eigentlich liegt es in deiner Hand, in deinem Kopf, in dir an sich so, dass du dich selber bestätigst, dass du dich selber liebst und dich selber wohlfühlst. Und das liegt alles an dir. Also auch wenn es dir schlecht geht, bist du. Und mein Akku ist ausgegangen. Also, selbst wenn es dir schlecht geht, bist du, solltest du damit selber sozusagen, solltest du selber wissen, wie du dich selber tröstest, wie du selber mit dir klarkommst, dass du dich selber liebst, sozusagen, als ob du so dich selber auch, dass ich weiß, wenn es mir schlecht geht, weiß ich genau, wie ich, was ich machen kann, damit es mir besser geht, damit ich für mich selber da bin. Und es ist ein bisschen kompliziert, also das Video macht es auf jeden Fall besser. Auf jeden Fall wollte ich euch nur darauf aufmerksam machen, dass ihr euch selber lieben solltet, dass ihr selber versuchen solltet, euch zu akzeptieren, falls ihr es noch nicht tut. Wenn ihr es tut, sehr schön. Es freut mich wirklich, weil ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, dass man zu dem Punkt kommt, wo man sich wirklich zu 100% akzeptiert und man selber für sich selber alleine genug ist. Also abgesehen davon, wenn man jetzt irgendwie, ich meine jetzt gar nicht so, wenn man keine Freunde hat oder keine Beziehungen hat oder sonst was, sowas meine ich gar nicht, sondern einfach, dass man wirklich so total selbstbewusst mit sich selber zufrieden ist. Und jetzt auch nicht irgendwie arrogant oder egoistisch oder eingebildet oder so, sondern einfach, dass man weiß, dass man selber genug ist und man überlegt nicht so viel und man hat halt immer eine Person, auf die man sich verlassen kann und das muss man selber. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das ist dieses Konzept von wegen heirate dich selber, das ist so ein, das ist dieses Commitment, ich weiß gerade nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber ihr wisst, was ich meine. Dass man sich selber verspricht, dass man immer für einen selber da ist und dass man immer sich so akzeptiert, ob es dir schlecht geht, ob es dir gut geht, ob du reich bist, ob du in dem Moment arm bist oder ob du einen coolen Job hast oder gerade nicht so zufrieden bist mit deinem Job oder so. Oder je nachdem, wie du aussiehst, wenn du denkst, dass du irgendwie, ich weiß nicht, zu dick oder zu dünn oder zu unmuskulös oder zu muskulös, keine Ahnung, bist. Dass man sich selber dort auch so behandelt, wie man seinen Partner behandeln würde. Oder eine Freundin oder einen Freund oder sowas. Oder Familienmitglied, wie auch immer. Dass man sich halt so behandelt, als ob man sich selber halt geheiratet hat. Das hört sich voll komisch an, aber vielleicht versteht ihr meinen Punkt. Genau, das wollte ich eigentlich bloß sagen. Das war nur eine kleine Erinnerung. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss.